Guten Morgen, Shalom, du wunderschöne, einmalige, einzigartige Braut von Jesus Christus. Ich liebe einfach dieses Bild, weil ich auch dazu gehöre und wir am Ende der Zeiten angekommen sind, wo es ganz wichtig ist, dass wir es fest wissen, ob ich dazu gehöre oder nicht. Wir sind noch immer in unserem Sommerprogramm 2020 im Teil 3. Es geht um die Schöpfungsgeschichte und der Teil 3, das ist der siebte Tag. Das ist ein ganz besonderer Tag und deshalb betrachten wir ihn ganz besonders. Heute haben wir den 11. September. Es ist ganz wichtig, dass wir uns den Tag merken. Wir haben das Überthema, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Der siebte Tag, ein Ruhetag. Und das Unterthema, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Ja, da kommen wir nachher noch dazu. Und was mir ganz wichtig geworden ist, ich habe vieles dazugelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich merke mehr und mehr, wie viel Tiefe in den Worten der Schöpfungsgeschichte sind. Gott segnete zuerst, danach heiligte er den siebten Tag. Warum? Aus der Geschichte der Bibel und des Volkes Israel sehen wir, dass die Menschen, denen sich Gott mit großen Wundern und Zeichen offenbarte, den Segen des Ruhetags als Last empfanden. Gott musste ein Gesetz machen später, das haben wir gestern betrachtet. Im Neuen Testament haben Gesetzeslehrer immer wieder versucht, dem Volk und auch sogar Jesus beizubringen, dass das Gesetz des Sabbats gehalten werden muss. Daraus schließen wir, dass sie es selber noch nicht verstanden haben. Jesus sagt, dass er der Herr auch über den Sabbat ist. Ja, noch viel mehr, der Hebräerbriefschreiber erklärt uns in Kapitel 4. Ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber ich möchte dich bitten, lies es doch in deiner Morgenandacht oder Abendandacht. Und schau mal hin, lies es mit neuen Augen. Ich habe es auch mit neuen Augen gelesen. Da steht es, dass Jesus diese Ruhe selber ist. Er musste sein Blut dafür geben, damit wir, das Volk Gottes, heilig gemacht werden, um in den Tag 7 bildlich gesprochen hineinzudürfen. Wann steht auch deutlich geschrieben, Zitat aus Psalm 95, der Tag ist heute. Ich lese das Zitat aus Hebräer 4, Vers 9 bis 11. Also ist noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, genauso wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe hineinzukommen, damit niemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Ab Vers 12 wird erklärt, wie es praktisch gemacht wird. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Uns wird erklärt,
wie es möglich ist, in der Ruhe oder in die Ruhe hineinzugehen. Also, wir brauchen einen Weg und wir brauchen eine Tür dahin. Jesus sagt, ich bin der Weg in Johannes 14, 6 und ich bin die Tür, Johannes 10, Vers 9. Es bleibt uns nur noch die Entscheidung, das Wort als Schwert zu gebrauchen. Wie Gott bei der Schöpfung sagt, es werde, oder Jesus in der Wüste. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Das war das Schwert. Und heute dürfen wir das Gleiche machen. Und ich entscheide jetzt, wenn du dich mitentscheidest, dann darfst du einfach diese Worte aussprechen über deinem Problem. Wir sagen, es werde Licht und ich brauche Wahrheit. Dazu entscheide ich mich jetzt. Ich brauche nicht auf Gefühle. Ich baue nicht auf Gefühle. Ich baue auf das Wort aus Gottes Mund. Und es geschah so. Ich meine, wenn ich was gesprochen habe und ich weiß, dass Gott, der Heilige Geist, mich da hineinführt. Ich habe es ausgesprochen. Und wir lesen in der Schöpfungsgeschichte und es war so. Es geschah und es war sehr gut. Also da ist so ein Punkt, wo ich, wenn ich es ausgesprochen habe, mit Glauben vermischt, und dann darf ich loslassen. Gott wird es tun, weil er ist der Schöpfer. Ich tue es in seinem Namen. Ich gehe ein in die Ruhe, und zwar jetzt. Der Tag 7 steht schon. Und ich passe zu meinem Vater im Himmel. Er hat den Ruhetag geheiligt und hat mich geheiligt. Durch das Blut des Lammes. Nur so passen wir zu ihm. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Niemand. Und ich entscheide, nie wieder aus dieser Ruhe herauszugehen. Jesus, mein Fels, meine Burg, mein sicherer Ort. Das steht in Psalm 18. Das ist so ein wunderbarer Psalm. Das ist Kraft pur. Diese Worte muss nicht unbedingt mein Mann oder noch jemand hören, wenn ich jetzt die Entscheidung ausspreche. Das muss mit Kraft kommen und ganz streng. Oder wer es sicher hören muss, ist der Lügner, der Feind und der Räuber. Wenn er hört, was ich entschieden habe, dann kann ich nur auf die Fersen noch schauen. Der ist dann schon weg. Im Namen von Jesus sagen wir das. Und was ich hier noch ganz kurz betonen will, der Tag 6 oder 7 entfällt dann. Oder, nee, ich habe es falsch gesagt, der Tag 6 oder nicht. Nochmal, Entschuldigung. Der Tag 7 oder 8, ja, weil manche sagen, der Sabbat ist am Samstag oder der Sonntag ist der Ruhetag, weil Jesus hier auferstanden ist. Es ist beides. Wir sind jeden Tag 24 Stunden in der Ruhe, Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar? Danke, Vater. Danke, Sohn, Jesus Christus. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns dein Wort offenbart hast. Auch wissen wir jetzt, wo wir Ruhe finden, diese Ruhe, die Sabbatruhe. Und da sind die Juden und die Griechen und die Deutschen und Russen und was wir alles sind, sind wir eins, wir treffen uns in der Ruhe, Jesus Christus, deine wunderschöne Braut. Wir danken dir, Jesus, und wir bitten, dass du uns heute hilfst,
dass uns nichts und niemand aus der Ruhe herausbringt. Und falls doch, dann dürfen wir schnell zurückrennen und in der Ruhe uns verstecken. Du bist unsere Burg. Wir beten dich an, wir geben dir die Ehre, wir lieben dich, Herr Jesus. Und wir lieben einander. Amen. Shalom und auf Wiederhören. Nur noch ein einziges Mal. Und dann ist unser Sommerprogramm vorbei. Mal sehen, was Gott weiter vorhat. Einen wunderschönen Tag, Friede mit dir.